the fuck up! Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu diesem nächsten Video hier und mal wieder ein Böller-Sortiment. Heute handelt es sich um das Booster von Wilco, 2,99 beim Norma, sieht man ja auch hier an diesem kleinen Logo hier, dass das vom Norma ist. Das habe ich 2013 gekauft für, wie schon auf dem Bild hier abgebildet, 3 Euro. Und ich glaube, sobald ich weiß, letztes Jahr gab es es nicht mehr. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal für euch testen, falls es dieses Jahr vielleicht irgendwo nochmal zu kaufen gibt. Wir haben hier 4x Mini-Knaller, das heißt 120x Mini-Knaller. Dann haben wir hier 2x die Pyro-Cracker, Super Böller 2, die China Böller D 2x und nochmal Super Böller 2. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus und testen dieses schöne Set hier. So, wir sind jetzt draußen, machen das Set mal auf. So, wir beginnen wie immer mit dem kleinsten am Anfang, und zwar mit den Mini-Knallern. Los geht's. Und jetzt immer dahin. Ja. Sind eigentlich nicht besonders laut, aber kann man auch nicht viel erwarten. Direkt weiter mit den China-Knallern. Auch mal 3 Stück von. Ja, keine gute Verarbeitung, aber schau mal, wie der Knall ist. Schon mal deutlich lauter. Ja, sind nicht schlecht. Direkt zu den D-Böllern. Ja, vorne noch ein bisschen Kleber drauf gemacht, hinten auch. Aber gucken mal. Die waren beide sehr extrem gut. So, und jetzt zum Schluss die Super Böller 2. Vorne ohne Kleber, hinten auch ein bisschen. Der zweite war auf jeden Fall lauter als der D-Böller. Als Vergleich mal den Booster D 2013er Charge, also die gute Charge. Also der zweite war auf jeden Fall dann doch lauter als alle anderen.